Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Spyro the Reignited Trilogy, auf zum Finale vom zweiten Teil Ripto's Rage, zum Bosskampf gegen Ripto in Ripto's Arena. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und gehen einfach mal rein, ne? In die gute Stube, in seinen Palast. Hey, Kleiner. Vielleicht kann ich helfen. Was? Du Schrodinger! Yep. Du willst den Energiekristall testen? Ich melde mich freiwillig. Ich halte auch schön still, versprochen. Die Idee mag ich. Drache, du bist geliefert! Wohin denn? Wäre ich auch ausgeliefert? Na, wir versuchen es mal. Da müsste, glaube ich, gar nicht. Der hat aber mehrere Phasen. Das weiß ich noch. Und irgendwas mit Kugeln. Phasen und Kugeln war das, glaube ich. Irgendwie sowas. Mal gucken, wenn es mal geladen hat. Dann könnt ihr mir erst gerne probieren. Na komm. Ladebildschirm. Ich vertraue an dir. Spyro, wir wollen dir im Kampf gegen Ripto helfen. Elora benutzt die Kugeln, um Power-Up-Energie zu speichern. Jäger bitte die geladenen Kugeln zuwerfen, wenn sie bereit sind. Der Professor experimentiert gerade mit neuen Formen von Power-Up-Energie. Bald wirst du also Fähigkeiten haben, die noch niemand zuvor gesehen hat. Okay. Ja, das Soundtrack, das ist auch on point. So, was machst du denn? Du schießt, okay. Aber ganz normal. Das kann ich also auch. Ui. Okay, die Kugeln brauche ich. Ich brauche also anscheinend immer drei Stück. Welche willst du? Nehme ich die hier. Ui. So, was kann ich? Ah, das ist Sprint, okay. Oh, Alter. Okay. Sprint ist zum Kotzen. Meine. Au. Das hat weh. Rot ist wahrscheinlich Superfeuer, ne? Hä? Hat er gerade eben schon irgendwie ein Power-Up genutzt, ne? Der Ripto. So, Superfeuer. Ist doch gerade irgendwas unten gefallen. Ein Schäfchen. Gib mir das mal her, Junge. Sonst ist es auch fressen. Geht immer wieder mal Kugeln droppen. Ja, danke. Voll nice, von dich. Ich hab's gehört. Nein, das ist meine. Oh nee, es ist super Sprint. Okay, blau ist scheiße. Junge, bist du ätzend. Sowas kannst du damit machen. Ich hasse Supersprint, ne? Ja, nimm dir ruhig. Gönn dir, Ripto. Hier ein Schäfchen irgendwo. Ja, sogar zwei. Ich könnte wieder eine Kugel gebrauchen. Okay, zum Auffüllen der Kugeln kann ich auch blau nehmen. Aber alles andere will ich echt nicht haben mit blau, ne? Ja, wo ist denn die Kugel? Ach, da. Nein! Oh. Was macht denn jetzt wieder? Oh, nee. Du mit deinem Supercharge, verpiss dich. Verpiss dich. Nein, ich will das hier haben. Genau, das ist besser. Dieser stumme Super Sprint. Oh. Der Mecha-Schluck. Was kannst du denn? Ach, jetzt schießt er von oben. Okay. Der war schneller da als ich. Ah, das ist meine. Die rote ist meine. So, wo droppt er jetzt? Jäger, dropp mal zu mir. Ich dachte, du bist mein Kollege. Komm, dropp doch mal zu mir.
ist nutzlos. So, das war noch meine. Alter. So, ist das Bucky, Alter. Ich könnte mal so ein bisschen Leben gebrauchen, ne? Da hinten sind Leben. Okay. Da ist es nicht ranlaufen, sondern möglichst weglaufen. Bist du ätzend? Du, ein Schaf gedroppt gerade eben. Jäger, würdest du mir mal... Ja, ein Schaf. Schon. Okay, ich brauch die Leben. Sogar ein ganzes Leben. Das heißt, ich bin doch full life. Was machst du denn jetzt? Oh nee, was ist das denn? Die Dinger haben doch keinen Schatten, ne? Ja, meine. So. So, hab ich dich. Der Mario-Stern. Oh, zu Fluge, ne? Oh, nee. Oh, da schießt sogar... Okay. Sind das Homing-Geschosse? Bist du mit... Was, wir uns mal treffen? Wie weit muss man denn voraimen bei ihm? Okay, soweit reicht schon. Aber die homen nicht, ne? Das ist... Ah, ich bin fast tot. Ah, das geht, okay. Wo ist er jetzt hin? Nice. Okay, damit kann man das also nehmen kommen. Alles klar. So, wo bist du jetzt dort oben? Zum Glück sind das keine Homing Missiles, ne, die er da von sich wegschießt. Oh, wieder so weit vor Aim. Ich wüsste wie weit, ne? Ich wüsste wie weit das ist. Okay, habe ich den wieder gehittet? Und gewonnen. Schön gegrillt, Alter. Ja, es wird Zeit. Die Drachenwelten vermissen mich bestimmt und mein Urlaub wartet auch noch auf mich. Jetzt brauche ich ihn mehr denn je. Bevor du gehst, ich glaube, Geldsack möchte dir etwas geben. Hm, ich möchte das sicher nicht. Jäger? Spyro, Geldsack tut es leid, dass er dir auf der Reise durch Avala so viel abgeknöpft hat. Behalte die Edelsteine als Dank für deine Hilfe. Wow, danke. Sparks, nimmst du sie mit? Lass mich die neuen Koordinaten eingeben. Da! Spyro,
Jetzt kannst du zum Drachenufer. Hey, wieso kommt ihr nicht mit mir? Urlaub würde euch sicher gut tun. Das geht leider nicht, Spyro. Ripto mag weg sein, doch er hat während seines Aufenthalts viel zerstört. Wir müssen hier aufräumen. Aber denk dran, dass du immer vom Drachenufer nach Avala zurück kannst, um uns zu besuchen. Oh, okay. Komm schon, Sparks. Wir haben dringend einen Urlaub nachzuholen. Ja. So, haben wir erstmal die Credits. Kann man die wenigstens skippen? Kann man. Okay. Ripto besiegt. Jetzt geht's ab in unseren Urlaub, den wir uns verdient haben. Zumindest durch unsere heroischen Heldenaktionen, die wir hier in Avala die ganze Zeit vollbracht haben. Ist so ein bisschen Urlaub doch gar nicht schlecht. Wenn er in der Ladebildschirm nicht 1000 Jahre brauchen würde, wäre das noch besser. Wie viel haben wir jetzt Edelsteine? 10.000! Hier kann man auch nicht tauchen. So, Junge. Gut gemacht, Spyro. Hereinspaziert in den Drachenuferpark. Oh. Übrigens, wenn du 10 Marken gewinnst, kannst du unser Kino besuchen. Dann machen wir das, oder? Zuerst mal umgucken, was bist du von mir? Willkommen zur Drachenufer-Achterbahn. Hier wird nicht einfach nur gefahren. Wenn du alle Ballons auf der Strecke platzen lässt, wartet eine Marke auf dich. Startklar? Achterbahnen. Ich will jetzt noch etwas umgucken, weil hier gab es doch, glaube ich, noch irgendwo so ein Tor, ne? War es dort hinten? Das war dort hinten, war das. Genau, das kann man nur öffnen, wenn man alles hat. Hier hat man jetzt für immer ein Superfeuer. Hey, Kollege. Komm näher, Spyro, und sieh dir unser heutiges Angebot an. In dieser Bude lauern einige der grausamsten Kreaturen, die du je gesehen hast. Ja. Diesen Baseball kannst du spucken, Sportsfreund. Visiere dein Ziel an, spuck den Ball aus und sieh zu, wie die Kreaturen ins Wasser fallen. Keine Sorge, du tust ihnen nicht weh. Nö, das ist ja bloß Wasser. Kann ich das hier theoretisch auch das so machen, oder? Ich brauche echt den Baseball. Ich muss wirklich noch anvisieren. Hey, das war doch lustig, oder? Diese Marke ist deine Belohnung dafür. Na, gib mal her. Mach ruhig weiter, wenn du willst. Ja. Bing bong. Ja, macht Spaß. Nicht so schwierig, oder? Ja, gib mal her. Mal gucken, wie viel er hat. Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Die haben, glaube ich, nicht alle unendlich viel Mark, ne? So. Ach, der Chefkoch. Wie ist denn der denn gekommen? Wow, du bist echt zielsicher. Hier, das ist meine letzte Marke. So, haben wir alle drei von dem. Dann gibt's noch die Achterbahn. Mach ruhig weiter, wenn du... Dann gibt es noch die Achterbahn. Dann haben wir hier. Ah, machen wir erstmal da hinten das Schießtraining. Ey, Kumpel. Spyro, du sollst ja ziemlich zielsicher sein. Möchtest du dich mal an meinem Schießstand versuchen? Ja, gerne. Okay, ich stell die Stoppuhr für dich. Easy. Gut gemacht. Hier hast du eine Marke. Nun gib her den Lachs, du. Den geilen. Bereit für die nächste? Ja, bin ich. Okay. Gnelsen, Alter. Alter, hau den Lukas oder was? Easy. Gut gemacht. Hier hast du eine Marke. Gib mal, hier haben wir schon 5. Wenn ich bis 6 geht das, ne? Für die nächste Runde.
Okay, ich stelle die Stoppuhr für. Oh, nicht wieder ihr. Das war's schon. Bitte, hier ist meine letzte Marke. Dankeschön. Immer gern gesehen. Du kannst immer wieder kommen. Ja, jetzt machen wir das Karussell. Völlig kostenlos. Keine Anzahlung, keine monatlichen Gebühren. Dafür gebe ich dir eine Marke. Mehr habe ich nicht zu geben, aber dafür darfst du so oft fahren, wie du willst. Ja, gerne. Steig ein, mein Freund. So ein Pärchenrondell ist das, ne? Der Yeti mit so einer Halbziege. Ah, der Chef ist auch wieder da. Die Gletschertypen. Ich bin gespannt, wer bei uns ist. Wir sind mit dem Professor. Wie versprochen, wenn du 10 Stück hast, kannst du das Drachenufer-Kino besuchen. Gib mal her. So, jetzt haben wir noch die Achterbahn. Da müsste es genau noch 3 Stück geben. Willkommen zur Drachenufer. Ja, das kennen wir schon. Die Acht auf deine Mitfahrers? So, drüber springen. So, und hopp. Ja, das sollte eigentlich relativ machbar sein, ne? Und die letzten. Gut gemacht, Krache. Hier ist eine Marke für dich. So, haben wir schon mal 8. Lege jetzt diesen Schalter um, dann kannst du noch mehr Strecken fahren. Versuch auch hier die Balance zum Platzen zu bringen. Ja, gerne. Achte auf deinen Mitfahrer. Heute ist es ganz schön voll hier. Wie kann es denn voll sein, wenn man buchstäblich 10.000 Steine und 24 und ich glaube 50 Kugeln waren das braucht, um hier reinzukommen? Das geht mir nicht ganz so in den Kopf rein. Wie kann es denn voll sein? Erstmal die Strecke noch zu Ende fahren, alles mitnehmen und dann nochmal die andere. Der anderen Strecke entgegenfahren. Ui. Das ist echt ganz schön voll hier, du. Stoßzeit halt, ne? 50 Stück. So, jetzt können wir hier, glaube ich, schon einen anderen Kurs nehmen. Ne, jetzt war doch erst dort vorne. Wie kann ich den Kurs wechseln? Wie wechsle ich denn den Kurs? Vielleicht mit den R-Tasten? Okay, hier. Okay, man muss vorher drücken, rechtzeitig, dann geht das. Alles klar. Oh, ist schön, ne? Mal so ein bisschen zur schönen Entspannung. Und dann gibt es vorne noch eins. Wo wir abbiegen können. Ich hab noch gedrückt. Und nochmal den ganzen Spaß. Ja, aber es ist, na gut, da ist halt keine Action drin, es fehlt der Action. Es ist halt einfach nur hier langfahren und ein bisschen rüber quaken, wie ich halt langfahre. Und dann in der Hoffnung, dass wir dann das noch einmal machen müssen. Dann unsere Marken haben. Genau, diesmal habe ich es gekonnt. Und sogar mit Looping. Nice. Wow.
Looping gefahren. Und die letzten Ballons. Hey, nicht übel. Hier ist noch eine Marke. Der hat wirklich 3 Stück, ne? Noch eine Fahrt. Du hast es drauf. Diesmal musst du auch mit der Kanone an deinem Wagen Ballons. Eine Kanone. Möchtest du es gerne mal versuchen? Ja, klar. Achte auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön. Wenn es voll ist. Ja, jetzt müssen wir auch schießen. Ach, jetzt noch nichts gesehen, wo wir schießen müssen. Ach, da wär's gewesen. Ach, verdammt. Toll verfehlt. Ach, okay. So, haben wir den Roten noch erwischt? Sehr gut. Den hole ich mir jetzt aber noch. Den will ich haben, bevor ich jetzt weiter voranschreite. Wann speit man dann da am besten Feuer? Kurz vor der Kurve, ne? Müsste es dann so. Okay, machen wir erstmal hier lang. Wenigstens das alles erwischt. Looping holen. Hier oben ist nichts zum Speien, ne? Das wäre auch gemein gewesen. Ist das ein Drachenlooping? Also ist das auch so ein Drachenschweif? Hui! Fuck! Alter! Was will denn das Kind auf der Bahn? Junge, Junge. Oh, so viel umsonst abgeräumt bis jetzt. Da wäre für uns was gewesen. Das haben wir mitgenommen. Das haben wir nicht mitgenommen. Sind gleich beim Ausgang, ne, ist das? Jetzt haben wir es mitgenommen. 13 von 50. So. Diesmal ist das gleich mitgenommen worden. Nicht verkackt wie vorhin. Aber dafür haben wir es jetzt verkackt. Also den oberen nochmal, meine ich. Ah, komm schon. Ist da gar nicht so schwer. Nö, ist es auch nicht. So, haben wir schon 28 Stück. Ich bin gesprungen. Das hat sich erwischt. Ja, komm, halt deinen Mund, Alter. Ich bin 100% gesprungen. Kann ich nicht einfach wegschießen? Das wäre zu einfach, wenn ich einfach wegballern könnte. Wäre auch nicht ganz so familienfreundlich. Wieder verkackt, obwohl ich wusste, wo die stehen. Das ist doch nicht wahr. Ja, wird aber doch eine längere Folge werden heute. Wenn das so weitergeht. Ist, als ob. Als ob, Junge, als ob. Was kannst du eigentlich, Spyro? Diesmal hat es funktioniert. So, dann haben wir schon mal die 12 fertig. Die Hauptweg weiter folgen. Als ob. Haben wir nur noch erwischt? Den habe ich diesmal knallhart weggehust. Den nicht. So, du bist auch schon mal weg. 27, ja genau. Wir haben ja genau dieselbe Zahl wie beim letzten Mal. Also in der letzten Runde. Das gibt es nicht. Wie weit muss man denn da vorzielen? Wenn man wenigstens so mit. Wenn es wenigstens ein Rail-Shooter wäre, wie in diesem Flugzeug-Scheiß. Ich bin immer zu spät, ne? Ich bin halt wirklich konstant zu spät. Aber in den letzten 6 Minuten sollte man es aber eigentlich packen. Dann wäre zumindest die halbe Stunde voll. Ich verstehe es nicht. Verstehe es halt wirklich nicht. Das ist wieder mal was ich hasse, ne? Zu früh, viel zu früh. Nochmal eine Ehrenrunde drehen, weil es Spaß macht.
Eine Ehrenrunde für unseren Ehrendrachen. Och Mann, das ist aber auch so ein scheiß Timing, ne? Oh, das ist... Spaßlevel, mein Arsch. Da fand ich das aber besser mit dem... Meine Idee mit diesem Park ist geil. Aber dass man nicht, keine Ahnung, sich diesen Scheiß hätte sparen können und nochmal so eine Karussellfahrt macht. Oder einmal öfters die Schießübungen macht oder so. Alter, ich hab's da nur eigentlich genau getimed. Es muss auch ultra spannend sein, mir dann zuzugucken, wie ich ja denselben Weg tausendmal neu fahre. Wann denn nu? Also wahrscheinlich genau bei der, wenn sich der Weg so komisch biegt, ne? Genau in dieser Ecke. Müsste das sein. Das sah gar nicht so scheiße aus, war aber dennoch scheiße. Also müssen wir es nochmal machen, wenn es scheiße war. Junge! Machen die Kanonenschüsse keinen Splash-Damage? Eigentlich müsste der Ballon platzen. Jetzt! Oh, schön. Hoffentlich nicht nochmal. Ja, irgendwo ein Kind auf den Straßen liegt, Alter. So. Haben wir wieder alles geholt hier? Und Looping! Wird Kotzübel! So. Und haben wir's schon. Wow, du bist ein Naturtalent! Der Held der Achterbahn! Hier, meine letzte Marke! Gib her! 10, öh! Möchtest du nur zum Spaß Achterbahn fahren? Nö, will ich nicht. Achterbahnen sind nicht jeder Drachensache. Oh, halt dein Maul. So, Kino! Hey Spyro, heute ist dein Glückstag. Du hast genügend Marken gewonnen, um das berühmte Drachenufer-Kino zu besuchen. Ich wünsche dir viel Spaß. Besuchen. Da kann man jetzt die ganzen Cutscenes nochmal angucken. Ich zeig's mal. Wie zum Beispiel das hier vom Anfang. Hört es jemals auf zu regnen? Ich hab vergessen, wie die Sonne aussieht. Wir sollten in Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer, yeah! Da war ich nicht mehr, seit wir Nasty Nog besiegt haben. Wie sieht's aus, Bugs? Hast du Lust auf einen Strandurlaub? Der letzte ist ein Nog! Genau sowas zum Beispiel, ne? Das ist dann das Kino. Und jetzt haben wir alles gemacht, was es im zweiten Teil zu machen gibt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es dann im dritten Teil weitergeht. Und tschüss.